Und Moinsen zu diesem Vorberichtstalk. Am Samstag steht's an, VfB gegen Köln, und ist auch schon bekannt bei mir. Ich hoffe auch bei den meisten von euch, aber trotzdem natürlich gerne, darf ich auch mal vorstellen. Ja, Niklas ist am Start von Köln. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Jan Niklas, bin 24 Jahre alt und bin leidenschaftlicher FC-Fan seit 2010 und kommentiere unter anderem die FC-Spiele hier live auf YouTube. Genau, wir haben auch schon das andere Mal vorm Spiel schon gequatscht. Werden es jetzt auch tun für Samstag. Tatsächlich ein Spiel, wo man jetzt vor einem Jahr jetzt noch in einer ähnlichen Region war, und auf einmal ist das hier so ein Riesenunterschied. Auf einmal ist das hier Platz 3 gegen Platz 16. Fangen wir mal ein bisschen früher an. Wie seid ihr in die Saison reingegangen? Was war so die Erwartungshaltung? Ja, also es fing ja eigentlich schon mit den Transfers an. Da waren wir, also wir Fans zumindest, nicht wirklich zufrieden, weil Skiri hatte uns ja verlassen gehabt und Hector hatte das Karriereende bekannt gegeben. Für ihn kam dann als Ersatz Lea Paccarada, der auch in dieser Saison bis jetzt noch nicht wirklich, also er hat ja ein paar Spiele gemacht gehabt, aber das war alles nicht wirklich das, was er eben bei Pauli-Zeiten ja, gezeigt hat. Und ja, auf der Sechserposition haben wir uns eigentlich gar nicht so wirklich verstärkt, außer an Jakob Christensen, der allerdings auch unter Baumgart überhaupt gar keine Rolle gespielt hatte. Und wie gesagt, für ihn ist dann immer Dejan Lubicic auf die Position gerückt, der aber eigentlich rechtes Mittelfeld spielt. Und Stürmerposition, da haben wir nämlich auch gesagt, da brauchen wir eigentlich auch noch Leute. Ja, und auch da wurde gesagt, nein, der Kader wäre gut genug, die Qualität würde ausreichen für die Bundesliga. Ja, und jetzt muss man sagen, nach den Spielen, die dann auch, klar, das Programm war auch nicht einfach, muss man auch ganz klar sagen, aber trotzdem muss man sagen, ja, am Ende hatten die Fans mal wieder recht und ja, der Kader reicht anscheinend doch nicht aus. Ja, und nachlegen dürfte jetzt ja auch leider Genau, auch nicht. das kam jetzt noch im Winter dazu. Baumgart wurde entlassen und genau danach kam auch die nächste Nachricht, dass wir auch keine Transfers tätigen konnten. Also das war wirklich ein rabenschwarzer Tag für den ersten FC Köln und natürlich auch für die gesamte ja, Seite vom FC. Das so zwei Nackenschläge auf einmal, weil der Baumgart war ja auch wirklich sehr beliebt bei uns, muss man ja ganz klar sagen. Ja, neuer Trainer kam ja. Wie würdest du das bewerten? War die Jetzt nach ein paar Spielen, ne, erst, aber war die Entlassung sinnvoll, oder wie war das so, das Echo aus Köln? War das dann viel, na, Baumgart hätte es vielleicht auch nochmal geschafft, oder wenn es einer schafft, dann er, warum entlässt du ihn, oder war das durchaus auch einfach ein Fall von, man will es nicht, aber irgendwann musst du dich eben trennen? Ja, viele hatten ja wirklich gedacht, dass der FC den auch wirklich rausgeschmissen hat. Das war allerdings nicht so. Also Baumgart hat, oder er wurde gefragt dann im Winter, hier Baumgart, wie sieht's aus? Mit dem Kader, den du jetzt hast, schaffst du das? Und er war sich nicht zu 100% sicher und er hat selber dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und deswegen hat man sich dann im Einvernehmen wohl getrennt. Und ja, und mit Timo Schulz, der neue Trainer, ich konnte mit dem Namen erstmal gar nicht so wirklich was anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber er macht, stand jetzt einen guten Eindruck eigentlich. Auch die Punkteausbeute ist ganz okay. Sie ist jetzt nicht überragend, aber ne, auf jeden Fall schon mal besser als jetzt unter Baumgart. Das muss man ganz klar sagen jetzt in der, wenn man jetzt die Hinrunde und die Rückrunde jetzt vergleicht, da haben wir schon den einen oder anderen Sieg dann öfters eingefahren, weil unter Baumgart hatten wir ja gegen Gladbach den ersten Sieg und jetzt war es eben gegen Frankfurt schon so, dass wir da gewonnen haben. Und wie gesagt, du hast gegen Heidenheim einen Punkt geholt, du hast gegen Wolfsburg einen Punkt geholt. Also das war ja eigentlich schon sehr gut. Klar, du hast dann ein Spiel gegen Dortmund, was 4-0 ausging. Das war natürlich dann wieder so ein Rückschlag, muss man ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen ist die Punkteausbeute eigentlich ganz okay. Also wenn man das so weitermacht, könnte das vielleicht doch noch für den Klassenerhalt dann reichen am Ende. Ja, worauf ich immer ganz gerne schaue, sind auch so diese Werte von quasi so statistisch mäßig, ne? So, wie viele Punkte waren zu erwarten, wie viele Punkte wären drin gewesen. Bei Köln geschaut, die sind, glaube ich, recht ähnlich. Also man wäre weiterhin auch da unten mit dabei im Abstiegskampf, nach den Expected Points, Goals und so weiter, was man das so kennt. Aber so, was ist so dein Gefühl? Weil man fühlt sich auch oft als Fan so ein bisschen, wenn man aufs Spiel guckt, boah, da hätte man was holen können, da wäre mehr drin gewesen. Wie ist das so gesehen? Bisher steht Köln für dich aus dem Gefühl da, wo sie verdient stehen, oder wäre da vielleicht mehr drin gewesen in manchen Spielen? In manchen Spielen wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Also jetzt noch nicht so lange her gegen Hoffenheim zum Beispiel. Da haben wir lange 1-0 geführt. Durch ein schönes Tor von Max Finkgräfe, der im Übrigen ja auch wie ein Phönix aus der Asche auferstanden ist, muss man ja ganz klar sagen. Und ja, und dann kriegst du eben in der 94. Spielminute natürlich André Kramaric, der gerne gegen Köln trifft. Und dann ist es natürlich auch kein Tor, wo du sagst,
Oh, ja gut, war aber auch gut geschossen, sondern irgendwie noch so ein Innenpfostentor, weißt du, wo du dann halt auch wieder denkst, ja, wenn der mal, ne, nur ein paar Millimeter, dann geht der nur gegen den Pfosten und dann geht der gar nicht rein und dann gewinnst du das Ding. Und das waren so Punkte, wo du eben denkst, ja, ein Punkt geholt, aber eigentlich hättest du auch drei holen können. Also das waren jetzt so zum Beispiel so Spiele, ne, oder allgemein auch, wo du dann Schiedsrichterentscheidungen hattest, wie zum Beispiel jetzt auch gegen Bremen. Klar, die Bremer sagen auch, dass sie auch ein bisschen da, ne, sagen auch, ja, die hätten ja da auch einen Elfmeter kriegen können. Ich wüsste allerdings jetzt nicht gegen wen oder welche Szene das war. Ne, aber das war dann auch so ein Thema mit Kilian und eben dem Torwart etc., glaube ich, war es. Ne, also deswegen, das war dann auch noch bei dem 0-0. So, und wenn dann der FC da aber in Führung geht, ist es wieder ein anderes Spiel. Ne? Das sind dann auch wieder so Situationen, ja, wenn es läuft, dann läuft es und wenn es nicht läuft, dann läuft es eben nicht. Ja, das können wir genauso perfekt nachvollziehen oder nachempfinden. Wie gesagt, vor einer Saison war es noch ganz oder vor einem Jahr war es noch eine ganz andere Situation. Deswegen ist es fast auch hier so ganz, ganz, ganz unnatürlicher oder unnatürliche Situation, wie wir jetzt hier haben, auch hier im Talk, so von dem Unterschied Platz 3, Platz 16. Gucken wir auf den Abstiegskampf, dann ist noch Mainz drunter. Du hast Darmstadt auch drunter, haben jetzt beide gespielt. Jetzt kommt noch Köln, ne? Also wieder auch, so wie es beim Saisonbeginn auch waren. Viele haben es ja auch da in Anführungszeichen als Ausrede genommen, in dem Sinne, dass wir eben auch ein einfaches Programm hatten. Jetzt eben dasselbe natürlich auch zum Rückrundenstart. Jetzt hatten wir gegen Mainz den Sieg, der nicht besonders war, aber du fährst ihn halt ein, ne? So Arbeitssieg, Pflichtsieg-mäßig fast, ohne das Wort Pflichtsieg jetzt irgendwie zu böse zu meinen gegen die Gegner, ne? Darmstadt war ein Spiel, was wir auch wirklich gut hätten unentschieden spielen können. Das war eine knappe Nummer, aber du nimmst mittlerweile eben auch solche Siege mit, ne? Wie es du auch angesprochen hast. Bei Darmstadt halt, wenn Scheiße läuft, dann läuft es halt Scheiße, dieser Klassiker. Und die machen halt eben nicht mehr den Ausgleich oder treffen davor. Und wir machen eben unsere Hütten, kriegen das Ding über die Zeit geschaukelt. So wie man es halt auch tabellarisch eben den Klassiker kennt. Wenn es oben gut läuft, dann gewinnst du solche Spiele eher als unten im Abstiegskampf. Gladbach noch vor euch mit 6 Punkten Abstand, Augsburg schon mittlerweile 7. Auch einiges, ne? Ziemlich großer Pulk an Vereinen, ne? Union 24, Wolfsburg 24, das alles noch nicht 100% weg ist, aber 6 Punkte ist schon ein bisschen entfällt. Glaubst du, da rutscht noch mehr mit runter oder machen es am Ende des Tages echt Köln, Mainz, Darmstadt eben aus, wer sich noch Relegation rettet? Ja, das Ding ist, ich habe ja wirklich auch, ja, nicht lange ist es her tatsächlich, ein Video, gestern tatsächlich noch, da habe ich ein Video aufgenommen mit Dreikampf oder wird es jetzt doch noch, kommen doch noch ein paar Teams und du hast angesprochen, 6 Punkte, das finde ich schon relativ viel, gerade wenn man jetzt auch unser, ja, unsere nächsten 2 Spiele eben gegen euch, den gegen den VfB Stuttgart, was definitiv kein einfaches Spiel ist und danach geht es gegen den Spitzenreiter Leverkusen, ne? Also das sind dann eben 2 Spiele, die dann halt auch direkt natürlich unpassend kommen. Weil die anderen Mannschaften dann natürlich noch den Abstand noch größer, ne? Gladbach spielt, glaube ich, jetzt zwar auch gegen Leverkusen, aber danach die Woche spielen sie dann, meine ich, gegen Bochum, was dann wieder ein Spiel ist, wo es 50-50 ist, ne? Wenn die natürlich dann gewinnen gegen Bochum, so, dann sind die auch wieder weiter weg. Also dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Also ich würde jetzt ehrlicherweise erstmal auf Platz 16 gucken, dass man da sich irgendwie rettet, weil dafür ist meiner Meinung nach Platz 15, das sind eben schon Punkte, die musst du erstmal aufholen können, ne? Und wie gesagt, das ist eben enorm schwierig, glaube ich, auch mit der Qualität eben, die wir eben nicht haben, die ich ja schon angesprochen hatte, weil wir eben auch wirklich keinen wirklich in der Mannschaft haben, der definitiv Tore schießt, wie bei Stuttgart zum Beispiel, ne? Bei Stuttgart habt ihr direkt 2 davon, Undav und Jorassi, die einfach wie am Fließband treffen. Und das fehlt uns halt einfach komplett. Ja, wir haben Karl ja schon kurz angesprochen. Was gibt es da trotzdem, sag mal, für Mutmachung oder für uns ein bisschen Angst machen, wie immer man es sehen will? Was habt ihr denn trotzdem so für Waffen, sag ich mal? Was sind so die Spieler, die, wir kennen es ja auch, da gibt es ja eben meistens eher Einzelne, die dann vielleicht mal was machen im Spiel, das Finkgräfe angesprochen. Was gibt es denn sonst trotzdem noch im Kader oder in Startelfen von euch, die auf jeden Fall Qualität auf den Platz bringen? Ja, also zurzeit muss man ganz klar sagen, wenn Jan Thielmann macht, ist immer sehr begeistert, also ne, der ist immer einer, der immer dabei ist, vorne, hinten, an der Seite. Also der ist auch sehr laufstark, muss man sagen. Dann haben wir einen Max Finkgräfe, der auch sehr, sehr gut spielt, geht auch öfter nach vorne. Manche munkeln schon, das könnte ein Jonas Hector werden. Aber da sind wir noch meiner Meinung nach noch weit weg. Das weiß der Junge auch selber. Hat er auch selber gesagt, er sieht sich nicht als Jonas Hector-Vergleich oder irgendwie sowas, ne? Deswegen, aber der ist zurzeit auch sehr, sehr gut drauf. Da muss man eben auch ein bisschen aufpassen, gerade weil er eben nach vorne geht. Ein Farid Alidu war jetzt leider krankheitsbedingt erstmal raus, müsste aber eigentlich gegen Stuttgart fit werden. So, also bei dem ist es eben auch so, der ist auch quirlig, schnellig. Wenn Justin Diehl noch eingewechselt wird, auch der ist manchmal ein bisschen übermotiviert, ne? Er will dann
zu viel gut machen, sag ich mal, ne? Will es dann zu sehr auch beweisen, glaube ich, weil er ja auch bei ihm ein bisschen, ja, meiner Meinung nach rumgezappelt wurde. Kommt er zu den Profis dann doch nicht, dann wollte er ja tatsächlich auch zum VfB wechseln. War ja auch ein kleines Gerücht tatsächlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel da wirklich jetzt noch dran ist. Ne? Also gerade der könnte vielleicht auch nochmal interessant werden, dann auch vielleicht für die VfB-Vorstandsleute, Ja, ne? bisschen Dass da ein vorspielen, bisschen. ja. Genau, richtig, ein bisschen ins Schaufenster spielen. So, ne? Ich meine, ich hoffe eigentlich, dass er bei Köln bleibt, aber wie gesagt, ne, wenn da am Ende eine gute Ablöse ist, hätte ich auch nichts dagegen. Aber, ne, also der ist zum Beispiel auch sehr quirlig. Also wir haben so einzelne gute Spieler, aber es sind eben auch viele Leistungsträger, eigentliche Leistungsträger wie Ljubicic, Kainz, die eben überhaupt nicht in der Form sind. Also ein Kainz, der kriegt keine 2-Meter-Pässe mehr hin, der ist total, also der ist komplett raus irgendwie. Ja, und das sind eben so das Problem, ne? Und gerade ich glaube wirklich, wenn man ja, diese tödlichen Fehlpässe, das nutzt eben der VfB Stuttgart gnadenlos aus. Ja, was wir schon ein paar Mal jetzt schon erwischt haben in Spielen gegen Köln, war natürlich auch ein starker Keeper mit Schwäbe. Ich glaube, das ist immer noch was, Genau, wo ihr richtig. einen guten Rückhalt habt. Was darf uns denn sonst zu erwarten am Samstag von Köln? Wird das so ein typischer, ich sag mal, typischer Abstiegskampfansatz von wegen erstmal die Null halten und mal gucken, ob wir Stiche setzen können oder wie, was so euer aktueller Spielstil? Ja, unter Timo Schulz heißt es erstmal, die Defensive muss stabil sein. Und das hat er auch wirklich hinbekommen, muss man wirklich sagen. Weil unter Baumgart war es ja wirklich erstmal Lauf und direkt aggressiv. Defensive, ja, erstmal egal, wenn du vorne 2 Tore machst. Aber das Problem ist, wir haben ja keinen, der die Tore macht. Also musst du erstmal defensiv stehen. Das hat Timo Schulz wirklich sehr gut hinbekommen. Also wir sind hinten wirklich meistens stabil. Wie gesagt, dann rutscht eben einer rein, dann verlierst du bittererweise 1-0, so wie zum Beispiel auch unter Bremen eben oder bei Bremen eben war, ne? Das war eigentlich auch so eine Partie, die eigentlich 0-0 ausgeht. Dann hatten wir auch Frankfurt eigentlich eine Partie, die ebenfalls lange 0-0 aussieht. Dann kommt eben dieser Platzverweis, dann kommt direkt das 1-0, was wir machen. So, ne? Dann lief eben auch viel Positives. Das ist eben auch gerade bei Köln eben so der Fall. Wenn wirklich du das Glück auf deiner Seite hast, wenn alles wirklich gut läuft, dann gewinnt der FC auch dieses Spiel. Aber das ist ja leider in dieser Saison sehr, sehr selten der Fall gewesen. Wie gesagt, das beste Beispiel ist Frankfurt, wo es wirklich auch alles perfekt gelaufen ist. So, ne, also defensiv werden wir auf jeden Fall erstmal stehen. Das glaube ich auch, dass der FC jetzt nicht irgendwie blind nach vorne anrennen wird. Die werden erstmal gucken, okay, wir sind jetzt erstmal auswärts. Der VfB Stuttgart spielt zu Hause. Der VfB Stuttgart ist der Favorit. Jetzt warten wir mal ab, was sie machen. Und dann kommen wir eben über die Außen, über dann am Ende, wenn Justin Deal wirklich spielen sollte, über Justin Deal, über Farid Alidu, ne, über die Schnelligkeit eben, über Jan Thielmann, der dann vorne, denke ich mal, auch in der, ja, vorne im Sturm stehen wird. Ne, das sind so dann die Momente, wo der FC vielleicht gefährlich werden könnte. Ja, Justin Deal habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Die Gerüchte gibt es da ja ein bisschen, dass wir da dran wären. Natürlich jetzt erst für Sommer. Deswegen vielleicht spielt er wirklich sich so ein bisschen vor. Ist aber der eine haben wir auch oft gehabt in Abstiegskämpfen, wo du dich dann drüber freust, dass er mal ein paar Aktionen hat. Natürlich ein paar Mal ein bisschen ja, fruchtlos, sag ich mal. Oder eben einfach Kunst, ohne dass irgendwie ein Torbär rauskommt. Aber immer in einer, wo du ein Gefühl hast, da kommt wenigstens was. Und was wir jetzt auch witzigerweise haben, ist so ein bisschen das Duell von den beiden Shooting Stars auf links. Ne? Bei euch Finkrewe hochgeschossen, bei uns Mittelstädt spielt ja auch eine Wahnsinnssaison, die auch so in der Form, in der Qualität keiner erwartet hätte, glaube ich, nachdem er von der Hertha kam, vom Absteiger. Deswegen auch das so ein paar Leute, auf die man gucken kann. Wir müssen immer drauf achten. Defensive steht viel besser als letzten Jahre, ist ja klar, sonst würden wir auch tiefer unten stehen. Aber so Thema Kopfball, Thema Flanke, Thema Standards, auch in dem Sinn hat man jetzt oft ein paar Dinger gefangen gegen Freiburg, Leipzig und so weiter. Das wird auch so ein Thema, ne? Als Truppe im Abschiedskampf ist man genauso gut. Einfach mal, wenn es spielerisch nicht läuft, dann halt mal einen Standard, mal einen Freistoß, mal eine gute Ecke reinschlagen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Bevor wir dann natürlich gleich noch zum Spiel und zum Tipps kommen, vielleicht kurz noch auf die Liga ja, rausgeschweift aus dem Thema. Wo glaubst du, dass wir enden, wir als VfB? Ja, also ich hatte ja tatsächlich, wir hatten uns ja auch schon in der Hinrunde unterhalten. Und da war ich noch ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, naja, der VfB Stuttgart ist gut in die Saison gestartet, macht den Job wirklich gut, muss man ja wirklich sagen. Und ich dachte aber immer, ja gut, aber es kommt auch irgendwann so eine Situation, wo vielleicht mal 5, 6 Spieltage eben kein Sieg kommt, ne, wo man wirklich auch mal verlieren sollte oder könnte. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Also ihr seid ja wirklich konstant oben, ihr habt vorne 2 sehr gute Stürmer, ihr habt allgemein auch, weil, ne, ein Stürmer ist ja immer nur so gut wie auch das Mittelfeld oder auch allgemein die gesamte Mannschaft, ne, die müssen eben auch gefüttert werden. Das klappt wunderbar beim VfB Stuttgart. Muss man ja wirklich sagen. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass ihr da
oben bleiben werdet. Also, weil es ist ja auch gerade Dortmund, Leipzig, die sind ja auch jedes Mal oder stolpern auch jedes Mal. Und deswegen sind die jetzt auch nicht so konstant, da ich jetzt sagen würde, ja, die überholen euch noch. Deswegen, ich würde, also ich würde es euch natürlich auch gönnen. Also, ne, ich würde euch, euch mit euch freuen, wenn das am Ende klappen würde mit der Champions League, weil ich als FC-Fan wäre natürlich auch begeistert, wenn der FC auch mal Champions League spielen würde. Aber da sind wir leider sehr, sehr weit weg. Aber wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der VfB Stuttgart nächste Saison Champions League spielt. Ja, das ist halt echt die krasse Realität. Wir haben bei dir natürlich viel drüber gequatscht, auch mit mehr Fokus zum VfB logischerweise. Deswegen auch da gerne bei ihm abchecken, Link in der Beschreibung und so weiter, ist ja sowieso klar. Und da sieht es ja wirklich auch tabellarisch, Punkte, schnittmäßig und so, sieht das sehr, sehr gut aus, sag ich mal. Wir müssen ja immer aufpassen, wir kennen das von Traditionsvereinen, dass du nicht Unter anderem bei überhebst. uns. Ja, dass du da halt ein bisschen aufpassen musst, nicht übers Ziel hinausschießt. Der Sommer wird dann in dem Sinne auch interessant werden von Kaderplanung und so weiter. Aber kommen wir dann wieder nach unten natürlich kurz. Was ist deine Prognose für den Abstiegskampf? Glaubst du, ihr packt das oder muss es vielleicht wirklich der Weg über die Relegation werden? Ja, wie gesagt, das Problem ist einfach wirklich jetzt eben diese zwei Spiele. Da bin ich mal gespannt, wie wir das überstehen, sage ich mal. Ne? Sei es jetzt auch torverhältnismäßig, weil, wie gesagt, Stuttgart ist eine Mannschaft, die sehr gerne Tore schießt. Leverkusen danach ist eine Mannschaft, die sehr gerne Tore schießt. So, und das Torverhältnis ist gerade da unten, ihr werdet es ja auch wissen, Naja, auch natürlich. mit entscheidend. Und das ist dann auch nochmal so ein Ding, wenn du dann wirklich mit als schlechtestes am Ende ein Torverhältnis hast. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie minus 20 teilweise schon. Ne? Also das ist dann mindestens auch wieder ein Punkt, der dir fehlt. So, ne? Also das musst du ja eigentlich dann auch schon wieder mit einberechnen. Und wie gesagt, du hast jetzt wirklich auf Platz 15 sechs Punkte Abstand. Das ist meiner Meinung nach schon relativ viel. Und die musst du, wie gesagt, erstmal aufholen. Ich sag ganz ehrlich, wenn wir am Ende Relegation spielen, aber eben nicht gegen den HSV, weil das muss jetzt nicht sein. Gerade wegen Baumgart. Das wäre, aber andererseits, das wäre halt wieder so typisch Fußball, ne? Ja, komplett. Das wär das Logische, was aktuell passieren müsste. Und Ja, dann irgendwie schon. HSV, ne? Das HSV-Glück, Relegation, ja auch gegen Ja. uns, die müssen sich ja auch eigentlich komplett verarscht fühlen, dass sie jetzt gegen uns in der Relegation rausgeflogen sind oder halt nicht aufgestiegen sind. Und jetzt gucken wir an, wo wir gerade stehen. Deswegen, die müssen sich wahrscheinlich auch vor dem System Relegation ein bisschen verarscht fühlen, die Hamburger. Mal gucken, wie die es jetzt machen unter Baumgart. Angesprochen, Torverhältnis ist ja ganz klar, das kennen wir ja. Wir wurden ja damals gegen euch mit dem Legendo-Tor, das war ja auch punktgleich, aber eben besseres Torverhältnis als die Hertha und das macht einen Unterschied zwischen 15 und 16 aus. Also natürlich auch ganz klar wichtig. Gladbach ist jetzt über euch, dann kommen noch Augsburg, Union. Zumindest habt ihr einige, die da hängen. Wir haben noch viele Spiele zu gehen. Also es ist nicht so, als wäre es jetzt quasi von euch 6 Punkte auf Gladbach und von da weiter nochmal 6 Punkte. Nee, da hängen ja Ja, wirklich dann fünf, sechs Clubs. Das ist für mich ein das bisschen auch stimmt. die Hoffnung. Gladbach könnte vielleicht auch in ein paar Wochen schon ein bisschen mit reinziehen. Da müsste, glaube ich, das krasse Derby geben. Wird auf jeden Fall sehr, sehr hitzig und interessant. Dann kommen wir jetzt Das zum sind Sch 3 Wochen, genau. Nach Genau. Leverkusen kommt Gladbach dann direkt, genau. Das wird ein knackiges Spiel auf jeden Ja, das Fall. ist enorm wichtig, das Spiel. Also nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern auch, weil es einfach, ja, einfach gewonnen werden muss. Das Ja. ist das Ding, ne? Und Wie gesagt, du hast es schon angesprochen mit, dass dann wenigstens auch, also es ist ja dann, wenn du den Vorsprung irgendwie reduzieren kannst, ne, dass du dann wirklich doch an Gladbach dran bist, dann hast du ja auch wirklich auf Platz 14, 13, 12 teilweise wirklich bist du ja dann nur noch mit einem Punkt oder fast punktgleich bist du ja schon dran, ne? Also das ist, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich würde natürlich liebend gern Platz 15 nehmen. Also ich muss nicht unbedingt in die Relegation, ihr werdet es auch nachvollziehen können, also diese grauen Haare brauchst du nicht. Noch Ja. zwei Extraspiele da. Also wenn es möglich ist, sehr gerne. Also ich bin da der Letzte, der da Nein sagt. Aber wenn es am Ende eben ja die letzte Möglichkeit ist, um eben am Ende in der Liga zu bleiben, da werdet ihr mir auch sehr wahrscheinlich zustimmen, dann nehme ich natürlich auch die Relegation und dann nehme ich natürlich auch diese zwei Spiele wieder in Kauf. Ja, ich saß ja vor einem Jahr genau im selben Punkt, wie auf Platz 18, noch abgeschlagener fast als ihr noch. Deswegen 100% nachvollziehbar, ist ja genau das Gleiche auch. Natürlich müsst ihr direkt drin bleiben, aber da auch von Strohhalm zu Strohhalm, ne? Es sind noch genug Spiele und es kommen noch direkt Duelle. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, auch schon bei dir schon gesagt, Köln, Riesentraditionsverein, sowas willst du nicht, dass es absteigt. Genau das Gleiche wie mit Schalke und so weiter. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall das Beste natürlich über unser Spiel hinaus und dazu jetzt gerne dann deine Prognose, was du erwartest und auch vom Tipp her am Samstag. Ja, wie gesagt, Stuttgart hat alles, was der FC oder was dem FC zurzeit fehlt. Wie gesagt, Stürmer, Selbstvertrauen, das ist eben das, was beim FC zurzeit echt fehlt. Und wie gesagt, es ist einfach extrem schwer. Wir spielen auswärts, die Stuttgarter haben sowieso eine sehr gute Heimbilanz.
Es ist nicht viele Punkte, die mich jetzt irgendwie positiv stimmen, dass der FC da irgendwas holt, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen ist auch mein Tipp, wir werden ein Tor schießen, vielleicht ein Max Fink-Gräfe irgendwie per Freistoß. Das hat er ja gerade gegen Hoffenheim schon gezeigt, dass er es kann. Dass wir irgendwie ein Tor schießen, aber mehr werden wir auch nicht schießen. Also, ne, es war immer so, dass wir auch nicht wirklich viele Tore gemacht haben. Und ich glaube am Ende, dass der VfB Stuttgart mit Jurassi 2-1 gewinnt gegen den ersten FC Köln. Und wir werden unsere Punkte, wie gesagt, bei den direkten Duellen Mainz, Augsburg, Gladbach, Darmstadt, da müssen wir gewinnen, da müssen wir die Punkte holen und nicht gegen den Dritten von der Bundesliga. Ja, das kennen wir, wie gesagt. Man kann ja 100% mitfühlen. Wir kennen es ja genau das Gleiche. Es sind die Spiele, wo du sagst, ey, wäre schön, wenn du das mitnimmst, aber es sind nicht die Spiele, wo du am Ja. Ende sagst, daran lag es, dass wir jetzt da und da stehen. Deswegen habe ich auch schon bei dir gesagt, auch natürlich bei dir ein bisschen ausführlicher, dass ich glaube, dass es ähnlich wird wie gegen Mainz, ähnliches Spiel wird. Wir sind trotzdem auch weiterhin immer gut noch für ein Gegentor, aber haben eben die Offensivpower, Heimmacht, hast du auch angesprochen, die ist halt einfach da, ausverkaufte Hütte, wir glauben, ein richtig geiles Spiel, auch akustisch, ne, von Fans her, Köln bringt einiges an Fans mit, ne, Traditionsverein, auch was anderes als jetzt Leipzig oder sowas, was da vor kurzem da war, auswärts, deswegen vom Gesamtkulisse freue ich mich auch sehr drauf und glaube, dass wir eben in dem Flow, in dem wir gerade sind, das Ding auch wieder mit 3:1 gewinnen können und dann bedanke ich mich, dass du hier am Start warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier dabei sein durfte und hier meinen Verein vertreten durfte. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht allzu viele Gegentore kassieren und am Ende irgendwie da mit einem blauen Auge oder vielleicht doch mit einem Punkt, wer weiß, vielleicht können wir den VfB Stuttgart ja auch ein bisschen ärgern. Aber mal gucken. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte und wie gesagt, auf ein schönes Spiel am Samstag. Ja, sehr gerne, finde ich immer gut, so die Fan-Talks, weil wir können ja immer nur Tabellen lesen und so von Köln, wissen, wo sie stehen, aber jetzt die Meinung zu haben, immer schön. Natürlich auch von euch in den Kommentaren gerne alles drin lassen zu der Partie, zu ja Niklas rübergehen zum YouTube-Kanal, ist auch ganz klar, auch ganz wichtig. Dann bedanke ich mich hier an der Stelle fürs Zuschauen. Ihr seht die nächsten Videos noch, Stadionerlebnis am Samstag und so weiter und so fort. Und bis zum nächsten Mal.